Hallo zusammen! In diesem Video möchte ich euch ganz kurz erklären, wie ihr versteckte Kameras in verschiedenen Bereichen finden, orten und natürlich auch entfernen könnt. Eine versteckte Kamera zu finden ist eigentlich gar nicht so schwer. Das erste, was man machen muss, man muss erstmal im Klaren sein, welche Arten der Kameras gibt es denn. Die erste Variante ist per Funk, bedeutet, man kann sich per WLAN oder direkt auf die Kamera verbinden. Die zweite Möglichkeit ist, dass es eine kabelgebundene Kamera ist und somit überall fest montiert werden muss. Und die dritte Möglichkeit ist eine lokale Speicherung. Da ist die Kamera total unabhängig vom WLAN oder von einer Funkstation. Wichtig ist, alle Kameras benötigen eine Stromversorgung. Das bedeutet natürlich auch, dass irgendwo ein Kabel zu diesem Produkt gehen muss. Es gibt natürlich auch die Version, dass ein Akku verbaut ist, doch die sind leider nicht lange haltbar. Und für einen, ich sage jetzt mal, Spanner ist das uninteressant. Nun kommen wir in den Bereich, wie wir die Kameras finden und erkennen können. Die erste Version ist, einmal den Raum komplett abzudunkeln und zu schauen, ob es irgendwo ein rotes Lichtlein gibt. Denn ein rotes Licht ist eigentlich nicht normal. Der Hintergrund, eine Infrarotbeleuchtung, ist ein leichter roter Schimmer, der den Raum erhellt. Das können wir als menschliches Auge nicht wahrnehmen. Aber es gibt auch einen kleinen Trick. Einmal den Raum abdunkeln, alle Lichter ausschalten, die Handykamera starten, und ein Handy hat mittlerweile jeder dabei, und schauen, wo sich ein rotes Licht anfängt zu flimmern. Man kann aber auch seine Kamera bzw. sein Handy einmal vorher testen, indem man eine Fernbedienung, eine handelsübliche Fernbedienung und seine Kamera gegeneinander steuert. Die zweite Version, eine Kamera zu finden, ist einfach mal das WLAN-Netzwerk abzuscannen. Dafür gibt es diverse Apps, die ich in der Beschreibung zum Download zur Verfügung stelle. Sollten da Geräte hinterlegt sein, die schon mit dem Namen Cam, Camcorder, Video, Überwachung oder sonstiges hinweisen, dann sollte man schon stutzig werden und genauer suchen. Es kann aber auch sein, dass diese Artikel bzw. diese Geräte einen ganz anderen Namen haben. Dann sollte man sich erstmal fragen, wie viele Geräte sind wirklich im Haus? Wie viele Geräte sind deiner Meinung nach WLAN-tauglich? Also sprich der Fernseher, vielleicht dein Handy, dein Laptop, vielleicht gibt es noch ein paar andere Geräte vom Haus. Und was ist alles zu viel? Ein gesunder Menschenverstand wird dir dann schon automatisch sagen, Moment mal, es gibt in dem Haus oder in der Wohnung nur 8 Geräte, es sind aber 20 Geräte angemeldet. Das macht natürlich einen Stutz. Und das nächste ist, man schaut einfach mal in jede Ecke, die man sich vorstellen kann. Ein Beispiel. Solch eine Wanduhr ist sehr beliebt bei den versteckten Kameras, da sie eigentlich nicht auffällt. Jedes Zimmer hat eine Uhr. Dann sollte man sich natürlich fragen, warum haben alle Zimmer eine Uhr? Auffällig wird es natürlich, wenn es im Bad und auf dem Klo auch Uhren gibt. Hier befindet sich die Linse beispielsweise im Ziffernblatt. Einfach mal genauer hinschauen. Es ist aber auch ratsam, einfach mal die Uhr abzumontieren, einmal zu drehen und zu schauen, ob es vielleicht irgendwo ein Slot für eine Speicherkarte gibt. Hat man sowas entdeckt, am besten gleich melden. Und nun gibt es ein paar Tipps von mir, wo man am besten suchen sollte. Wichtig sind Bücherregale, Rauchmelder an der Decke, denn die sind beliebt, da jeder Raum einen besitzen muss mittlerweile. Bis auf das Bad und die Toilette. Doch sollten da auch Rauchmelder hängen, sollte man genauer hinschauen. Als nächstes Blumentöpfe zwischen den Blumen und natürlich auch bei Zahnbürstenhalter. Denn da hat man einen direkten Einsicht ins Bad. Ist etwas unangenehm, aber es ist möglich. Weitere beliebte Fächer oder Bereiche sind Teddybären, Steckdosen, Handyladegeräte, am Fernseher und Spiegel. Das sind so die beliebtesten Ecken. Wenn dir dieses Video gefallen hat, hinterlass uns doch einen Daumen hoch.